Hey, hey. Ganz erleichtert, niemand zu sehen. So. Hat schon so eine Gestalt durch ein Labyrinth geholfen. Weil du uns tot haben möchtest. Alle, die wir gerettet haben, sind dann doch aus irgendeinem Grund gestorben. Kaum hatten wir ihn in ihre Obhut gegeben. Oh, eingegraben. Da sind wir rausgekommen. Und da fahren wir wahrscheinlich hin. Ist gut, gut. Können wir die Tür zumachen? Nee. Vor den Lenker. War der nicht noch eins? Gedrückt halten. Glück. Wir dürfen nicht selber fahren. Der Sound war nicht schlimm. Warum sehe ich nichts? Muss doch beschleunigen. Fehler oder stilistischer Zweck? Umlenken? Gibt eine Sonne, aber kein Regen. Ich starte nochmal neu.
Das wirkt ein bisschen, als ob es ein verbuggt wäre. Da war definitiv ein Bug drin. Okay, habe ich aus Versehen die Antwort gedickfingert? Jeder? Und diese Gedankenfetzen, die sie hat. Da kommen auch nur Blitze runter. Ein Labyrinth nach dem anderen. Oh, hier geht's runter. Achterbahn, Achterbahn. Okay. Ist ein bisschen wonky zu fahren. Das Gefühl, da kommen wir wieder zurück. Ich habe keine Anhaltspunkte, wo wir hinfahren können. Oh, hier ist dunkles Gestein. Da geht's wieder hoch. In einen etwas natürlichen Felsen rein. Dann haben wir es geschafft. Oh, ein Rätselspiel, Dinge zu öffnen. Ist die Blackbox hier drin? Datenlogger. Geklaut. Ist ein Spion. Wahrscheinlich bei den gleichen Herstellern hergestellt. Jetzt reißen wir unten Dinge raus. Oh, wir schließen Luna an. Kann Luna uns dann fahren?
Eines Nickerchen. Und wir rausgehen. Stations. An. Ja, auch nix. Bitte versuchen, uns umzubringen. Aber wir brauchen den Schlaf. Ich. Definitiv. Wir sind eingeschlafen. So sloppy. Sleepy.
Witzig. Wiederholt sich auch. Zwei, eins, vier. Das oberste. Noch mehr? Neat. Let's go. Ist es wirklich eine Stadt oder einfach nur ein Supercomputer? Oh, wenn ich mir wirklich fahre. Wum. Okay, also weiter nach Süden. Heißen Spuren. Oh. Landezone der Allianzbasis. Ey. Ha. Sicherheit. Als Astronaut würde ich zur Landezone gehen. Aber als Spieler, ich muss zur Allianzbasis. Und ich werde dich angeschrien. Wir sind alle in der Allianzbasis tot. Einige Zeit später.
Hinfahren oder laufen? Wenn wir mal gucken gehen. Ein bisschen hoch. Ah, da ist der Unterschlupf. Sehr gut. Können wir da reinfahren? Ich denke mal, dass es ein Unterschlupf für uns ist. Ansonsten, vielleicht ist es schon die letzte Folge. Wer weiß. Unterschlupf. Okay. Länger hier. Ja. Roboter. Ja, aber was ist das? Bis zum Henker. Hier nichts ansonsten. Der Roboter ist nach da hinten gelaufen. Der Antimed ist hoffentlich absolut inaktiv. Ja, dreh dich, dreh dich. R, E. Weiter, weiter. Eins. Ich brauche einen anderen Winkel. Oder dreht sich ein bisschen. RB1. Ich bin schon gespottet worden. Nicht dich erfassen.
Kann ich nicht sehen. Scharf stellen. Da. Ich glaube, ich bin schon entdeckt worden. Und ich weiß nicht, ob ich Lust habe, rumzulaufen. Fahren wir doch mit dem Rover weiter. Wenn er mich lässt. Aber ich fahre trotzdem hin. Ich bin immer dafür einen offenen Approach. Dass die Leute ein Kommen sehen. Und man sich nicht an die Basis ranschleicht. Dann ist man definitiv ein Spion. Ja, gucken wir mal. Nope. Sauerstoff, Ersatzräder. Schränke funktionieren jetzt. Das Sterben der Sonne. Richtigstellung des Artikels. An den Herausgeber so und so, der für den skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne. Drohungen eines Wissenschaftlers auf Seite 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysicist, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur den grundlegenden Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig. Basierend auf meinen, ich erinnere mich an den Verfasser Dr. Bowser, nicht Bowser, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur Verfolgung und Verbrennung des Wasserstoffs in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses für alle Sterne. Es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass
unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme dieses Phänomens bildet. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen, die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen befeuern. Diese wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige hundert Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen, in der Folge werden die besagten Himmelskörper von dem Stern in sicherer Entfernung bewegen, bevor sie endgültig verglüht, wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird, das heißt, sie entstand vor 5 Millionen Jahr Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Millionen Jahre strahlen, korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um eine laut dem Redakteur so und so auf labile Hypothesen beruhende Drohungen, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, die das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaure ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeit und Popularität gefangene Redakteuren von Wissenschaftszeitschriften. Hochachtungsvoll Dr. Bowser. Postskriptum, ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich zum Schutze der Wissenschaft und meiner Person zu rechtlichen Schritten zwingen. Das klingt wie ein Wissenschaftler, der angepisst ist. Hier sage ich Tschüss zu YouTube.